Dana ist Ingenieurin, aber sie möchte in dem Bereich nicht mehr arbeiten. Deshalb hat sie eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht und ist seit einem Jahr selbstständig. Aber ihre Praxis läuft nicht so, wie sie es sich gewünscht hat. Sie hat zudem vielerlei Ängste. Sie ist seit 2,5 Jahren verheiratet und hat 2 Kinder mit ihrem Mann und eine Stieftochter. Die jüngste ist 2 Jahre alt. Sie muss arbeiten, weil das Gehalt des Mannes nicht reicht. Als die Kleinste ein Dreivierteljahr alt war, hat sie angefangen, ihre Selbstständigkeit aufzubauen. Dass so wenig Klienten kommen, führt sie darauf zurück, dass sie sich mit vielerlei Ängsten bremst. Im Laufe des Gespräches stellt sich heraus, dass ihre Hauptangst ist, von ihrem Mann finanziell abhängig zu sein. Zudem hat sie seit ihrer Jugend immer gearbeitet und geleistet, vor allem um eine Daseinsberechtigung zu haben und Anerkennung zu bekommen. Ihr Leben ist geprägt durch Kampf und Starksein. Diesem Umstand opfert sie ihr Mutter- und Frausein. Ihre Sehnsucht ist, einfach nur sie selbst zu sein und sich endlich fallen lassen zu können. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge MIT-Klopftherapie in Aktion. Live-Coachings aus Rainer Frankes Praxis. Selbsthilfe und Inspiration für dich. Rainer Franke ist Diplompsychologe, Gestalttherapeut und Begründer der MIT-Klopftherapie. Er nimmt dich in seinen Sitzungen mit auf die emotionalen Reisen seiner Klienten. Ja, hallo Dana. Hallo. So, du bist bestimmt im Thema gekommen. Ganz genau. Ich habe das Thema, ich habe mich vor einem guten Jahr selbstständig gemacht mit einer Heilpraktikerpraxis. Und genau, die läuft halt nicht so, wie ich das gerne hätte. Also ich habe eigentlich, bin ich Ingenieurin, also ich habe also einen guten, festen, sicheren Job, in dem ich auch ziemlich viel Geld verdiene. Den mochte ich irgendwann nicht mehr, also ich hatte das Gefühl, das möchte ich nicht mein Leben lang machen, deswegen habe ich eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. Und da habe ich mich dann letztes Jahr halt selbstständig gemacht, erstmal an einem Tag in der Woche in der Praxis und bin in meinem anderen Job auf 4 Tage runtergegangen, einfach weil ich ziemlich realistisch bin und dachte, ich brauche mich nicht in die Praxis setzen und auf Patienten warten, sondern lass es halt erstmal anlaufen. Und hätte aber eigentlich schon mir gewünscht, dass es jetzt nach einem Jahr doch zumindest so läuft, dass der eine Tag voll ist und vielleicht noch ein 2. Tag dazu kommen kann. Und habe so irgendwie innerlich das Gefühl, dass ich mich selber ganz, ganz doll bremse, dass da halt ganz, ganz viele Ängste sind, ne? So Angst vor der Selbstständigkeit, Angst vor den finanziellen Risiken, die mit so einer Selbstständigkeit zusammenhängen, Angst, meinen Patienten nicht richtig helfen zu können. Und ja, genau. Okay. Nochmal eine Nachfrage. Das heißt, du bist jetzt immer noch als Ingenieurin tätig oder wie? Genau, ich bin immer noch 4 Tage die Woche als Ingenieurin tätig und einen Tag in der Woche in der Praxis. Und es läuft halt so, dass ich sag mal, im Schnitt, glaube ich, ja, einen Patienten in der Woche habe. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass es so 3, 4 in der Woche sind. Okay. Du bist HP oder HP-Psych? HP. HP. Und womit arbeitest du dann da in deiner Praxis? Ich arbeite viel mit orthomolekularer Medizin, also mit Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminen etc. in Verbindung mit dem kinesiologischen Muskeltest, also dass ich am Körper genau teste, welchen Nährstoffbedarf ist da, welches Supplement kommt am besten an, zu welcher Uhrzeit, in welcher Dosierung. Genau. Gut, also eher mehr so, sag ich mal, der körperliche Bereich, ne? Also auf der Genau. Und das war auch dein Wunsch? Ja, absolut. Das ist eigentlich so der Grund, warum ich Heilpraktikerin geworden bin, weil ich war selber bei einem Kinesiologen in Behandlung viele, viele Jahre. Und der konnte mir so wahnsinnig gut helfen, dass ich dachte, das möchte ich auch. Okay. Und wie ist deine private Situation? Ja, ich bin verheiratet seit 2,5 Jahren und habe 3 Kinder. Eine Stieftochter, eine 15-Jährige, die fest bei uns wohnt. Und 2 Kinder, 2 kleine Kinder mit meinem Mann zusammen. Okay. Und das kleinste Kind ist?
Die kleinste wird jetzt 2. 2, ja. Mhm. Okay. Und ich nehme an, dein Mann hat natürlich auch einen Beruf. Genau, genau. Mhm. Dein Mann ist auch vollberufstätig. Vollberufstätig. Mhm. Und wenn der vollberufstätig ist, musst du denn jetzt unbedingt arbeiten? Weil ich meine, du hast ja 2 kleine Kinder offensichtlich. Also musst du arbeiten? Auf jeden Fall, weil wir haben, also wir haben das Haus zusammen gekauft. Wir haben quasi Ausgaben, die mit einem Gehalt definitiv nicht zu tragen sind. Und ich möchte auch wieder arbeiten. Also war schon so in der Elternzeit jeweils mit den Kindern, hat es mir nach ein paar Monaten jeweils wieder in den Fingern gejuckt, dass ich einfach arbeiten gehen möchte. Mhm. Bin keine geborene Hausfrau und Mutter. Ich bin eine bessere Mutter, wenn ich regelmäßig arbeiten gehe. Mhm. Okay, und das heißt, du hast während jetzt der letzten 2 Jahre, auch wo dein Kind geboren wurde, bist du selbstständig gewesen oder gearbeitet? Oder wie? Na, ich habe mich als meine Kleinste, ich sag mal so ein Dreivierteljahr alt war, habe ich mich offiziell selbstständig gemacht. Die ganze Vorarbeit, also quasi die Homepage und alles, was dazu gehört, habe ich schon vorher so während der Elternzeit immer gemacht. Immer wenn sie geschlafen hat, habe ich halt gearbeitet. Hm. Aber offensichtlich ja auch so ein bisschen aus dem Druck heraus, auch finanziell was beizusteuern. Na, die Selbstständigkeit eigentlich eher so aus dem Druck heraus, die, jetzt habe ich ja Zeit während der Elternzeit, um die Selbstständigkeit in Gang zu bringen, mhm. weil es war klar, dass ich nach der Elternzeit wieder voll arbeiten gehe oder quasi mhm. voll mhm. und da hätte ich keine Zeit dafür gehabt. Also das heißt, die Ausbildung und die Prüfung HP, das ist alles schon ein bisschen länger her. Genau, die Prüfung HP, die habe ich während der Elternzeit von meiner mittleren Tochter gemacht. Ah, okay. Mhm. Die Ausbildung und die Prüfung. Aha. Okay. Gut, und du würdest jetzt das worauf zurückführen, dass da so wenig Klienten kommen? Also du hast ja schon was erwähnt von Ängsten. Also worauf würdest du das jetzt hauptsächlich zurückführen? Also ich habe halt das Gefühl, dass ich mich selber so ein bisschen bremse. Ne? Also ich werde halt von neuen Patienten gefühlt relativ schlecht gefunden, obwohl ich eine echt gute Homepage inzwischen habe und auch eigentlich eine ganz gute Sichtbarkeit, bin ich der Meinung. Aber irgendwie, ja, habe ich das Gefühl, ich bremse mich noch zu sehr. Okay. Und wie machst du das? Ja, indem ich zum Beispiel wirklich, also wenn ich zum Beispiel, wenn Patienten bei mir anrufen und einen Termin vereinbaren, dann freue ich mich total. Und wenn es dann aber zum Beispiel schon 2 oder 3 sind, dann denke ich mir, oh je, das ist ja ganz schön viel. Mal gucken, ob ich das schaffe in der Woche. Und ja, da sind dann halt wirklich, ist gleich wieder diese Angst da, okay, und wenn das jetzt noch mehr werden, was mache ich dann? Dann muss ich ja irgendwann meinen festen Job noch um einen Tag reduzieren, also überhaupt der eine Tag reduzieren, ne, auf 4 Tage runterzugehen, das war für mich eine Riesensache, gedanklich, weil das ja einfach doch einiges ist, was an Gehalt wegfällt und an Sicherheit wegfällt. Und es ist ja nicht nur Gehalt, sondern auch das, was man so in die Rentenkasse einzahlt und die ganzen Sachen. Genau. Ja. Okay. Naja, das heißt, also, du bist jetzt noch selbstständig, ne? Genau. Also den willst du auch nicht aufgeben, sondern diesen sicheren Beruf, ne? Das hast du immer die Sicherheit, dass du da ja abgesichert bist gewissermaßen, ne? Genau, genau. Also ich würde mir natürlich wünschen, irgendwann nur noch als Praktikerin zu arbeiten, aber bis dahin muss schon eine ganze Menge passieren. Also da muss ich wirklich einen ziemlich festen Patientenstamm haben und wissen, was ich so an monatlichen Einnahmen habe. Mhm. Bevor ich mich das irgendwann mal traue. Wenn ich mir das so versuche vorzustellen, dann ist das auch immer noch bestimmt 10 Jahre weg. Okay. Aha. Gut, also du hast ja vorhin auch ein paar Ängste erwähnt. Du hast gesagt eben Angst vor der Selbstständigkeit ja auch, ne? Mhm. Oder Angst davor, da so ein finanzielles Risiko einzugehen, praktisch den selbstständigen Teil zu erweitern und dafür die eingestellte Tätigkeit runterzufahren. Mhm. Da scheinen Ängste zu sein, ne? Oder auch, du hast ja auch erwähnt, dass du dem Patienten nicht richtig helfen kannst. Genau. War ja auch noch. Und dann habe ich natürlich jetzt immer so die konkrete Angst, dass keiner anruft.
Also einfach keiner anruft, keiner kommt. Ja. Es einfach nicht läuft. Ja, wobei du ja die Sicherheit ja eigentlich hast der Angestellten-Tätigkeit, ne? Genau, wobei ich ja diese Angestellten-Tätigkeit ja einfach nicht mag. Also es ist ja schon, dass ich von der gerne weg möchte. Ja, ja. Und am liebsten wirklich nur noch eine Heilpraktiker-Tätigkeit wäre. Aber das, ja, finanziell funktioniert das im Moment halt einfach nicht. Also mal so andersrum gefragt. Also angenommen, du hättest 10 Millionen Euro auf dem Konto, die dir gehören netto. Was würdest du dann machen, beruflich? Dann würde ich meinen Angestelltenjob sofort kündigen. Ja, aber würdest du dann jetzt sofort arbeiten, selbstständig? Ja. Jetzt, wenn du 10 Millionen auf dem Konto hast, würdest du jetzt trotzdem arbeiten? Ja, da würde ich meinen Angestelltenjob kündigen und hätte ganz, ganz viel Zeit, um meine Heilpraktikerpraxis aufzubauen und ja, Patienten zu empfangen und denen zu helfen. Und es wäre mir so egal, ob quasi genug kommen, um damit finanziell über die Runden zu kommen. Aber genau, das ja, ich würde arbeiten, definitiv. Du würdest arbeiten. Okay. Das heißt also, du würdest jetzt nicht sagen, okay, ich bleibe dann zu Hause meinetwegen und bin dann erstmal nur für die Zweijährige da oder für die andere. Würdest du nicht machen? Nee, gar nicht. Okay. Gut, dann schau doch mal von den Ängsten, die du da erwähnt hast, ob es da irgendwas jetzt im Vordergrund gibt. Du hast ja eben gesagt, Angst, dass keiner anruft oder weiß nicht. Schau mal, welche Ängste da jetzt im Vordergrund sind. Also jetzt im Vordergrund wäre so die Angst, dass es einfach nicht läuft, dass die Praxis auch weiterhin nicht läuft und dass ich da aus diesem Karussell so nicht rauskomme. Okay. Wie hoch würdest du die Angst jetzt so einschätzen in so einer Skala? Also mit 9 denke ich auf jeden Fall. Es ist ja jetzt einfach schon ein Jahr, dass ich es erlebt habe, dass es nicht so richtig läuft und wo ich es mehr erhofft hätte. Und ja, es ist natürlich die Angst da, dass das so weitergeht. Okay. Gut, starten wir mal oder steigen wir da mal ein. Und du startest Nierenpunkte, Klopfen kennst du ja. Dass du den Satz für dich jetzt so formulierst, wie du ihn formuliert hast, meine Angst, dass es nicht läuft, dass das mit der Praxis nicht läuft. Guck, wie sich der Satz verändert, während du klopfst und fokussier auf die Angst und löst sie auf. Okay. Meine Angst, dass meine Heilpraktikerpraxis nicht läuft. Meine Angst, dass meine Heilpraktikerpraxis nicht läuft. Meine Angst, dass meine Heilpraktikerpraxis nicht läuft. Meine Angst davor, dass ich nicht genug Patienten habe, als dass es laufen könnte. Meine Angst davor, dass ich nicht genug Patienten habe, als dass es laufen könnte. Meine Angst davor, dass ich nicht genug Patienten haben könnte, sodass es laufen kann. Meine Angst, jetzt kommt so eine Angst, dass ich nicht weiterempfohlen werde. Also wahrscheinlich, ja, Angst, dass ich meine Patienten nicht zufriedenstelle, dass ich denen nicht helfen kann. Angst davor, dass ich meine Patienten nicht zufriedenstellen kann. Eine Angst davor, dass ich meine Patienten nicht zufriedenstellen kann. Ja. Meine Angst davor, dass ich meine Patienten nicht zufriedenstellen kann. Meine Angst davor, dass ich meinen Patienten nicht helfen kann. Meine Angst davor, dass ich meinen Patienten nicht helfen kann. Eine Angst davor, dass ich meinen Patienten nicht helfen kann. Eine Angst davor, dass das mit der Heilpraktiker-Tätigkeit eher so eine wirre Idee war. Dass das eine blöde Idee war, Heilpraktikerin zu werden. Eine Angst davor, dass es eine blöde Idee war, Heilpraktikerin zu werden. Eine Angst davor, dass es eine blöde Idee war, Heilpraktikerin zu werden.
eine Angst davor, dass es eine blöde Idee war, Heilpraktikerin zu werden. Eine Angst davor, diese Sicherheit aufzugeben, sichere Sicherheit, die ein fester Job bietet. Mhm. Eine Angst davor, die Sicherheit aufzugeben. Mhm. Eine Angst davor, die Sicherheit eines festen Jobs aufzugeben. Eine Angst davor, die Sicherheit eines festen Jobs aufzugeben oder die Sicherheit meines festen Jobs aufzugeben. Eine Angst davor, die Sicherheit meines festen Jobs aufzugeben. Was ja bedeutet, dass dein Mann nicht so viel Geld verdient, dass er dir die Sicherheit geben kann als Frau, dass du einfach nichts zu machen brauchst und dich trotzdem sicher fühlst. Genau, wobei ich dazu sagen muss, mein Mann und ich, wir haben so eine, mein Mann und ich, wir haben so eine typische Ossi-Beziehung. Ne? Also es ist, meine Eltern waren beide arbeiten, seine Eltern waren beide arbeiten, wir sind beide arbeiten. Jeder hat sein eigenes Konto, wir haben ein gemeinsames Konto, jeder zahlt davon die gleiche Summe monatlich auf das gemeinsame Konto, wovon wir unsere gemeinsamen Ausgaben bezahlen. Also wir sind komplett, ich sag mal, selbstständig, unabhängig voneinander. Also ihr seid keine Zugewinngemeinschaft. Genau, wir sind nicht so diese typische Ehe, wo der Mann sich um die Frau kümmert. Das haben wir halt nie gelebt. Das habe ich auch so nie erlebt. Das kenne ich so überhaupt nicht. Na gut, die Frage ist eher nicht, ob du es kennst oder nicht. Aber die Frage, was tut dir als Frau gut? Oder wo kannst du als Frau entspannen? Du bist nicht in permanenter Angst, nicht sicher zu sein und in dem Stress Geld verdient zu müssen, um deine Existenz abzusichern. Darum geht es doch. Mhm. Und offensichtlich ist da keine Zugewinngemeinschaft. Du bist gezwungen zu arbeiten, obwohl dein Kind 2 Jahre alt ist. Und du eigentlich ja, sag mal, es für dich gut wäre, dass du den Rücken frei hättest, nicht arbeiten müsstest, sondern dich erstmal nur auf dich konzentrieren könntest, auf deine Rolle als Aufgaben als Mutter. Boah, das ist ja genau der Punkt. Deswegen die Angst. Ne? Du musst eine Sicherheit aufgeben. Ja, kannst du logischerweise nicht. Die Sicherheit aufgeben ist doch klar. Das wär fatal, wenn du jetzt den sicheren Job aufgibst, nur am anderen zu helfen, wo du sag mal, letztlich auch nicht so viel Kohle kriegst, dass du damit leben kannst. Mhm. Also was du ja praktisch momentan versuchst, ist, du versuchst einen eigentlichen Missstand zu managen. Mhm. Der Mann ist, ich sag mal so ganz allgemein, nicht so potent, dass er so viel Kohle verdient, dass er sagen kann, meine liebe Frau, du kannst jetzt erstmal zu Hause entspannen, dich um die Kinder kümmern, unsere gemeinsam, denn das ist ein Fulltime-Job, das ist ein Manager-Job und du musst nicht nur zusätzlich noch eine Praxis aufbauen und eine Webseite und dieses und jenes und noch und 4 Tage die Woche noch arbeiten gehen. Ich glaube auch gar nicht, dass mein Mann das wollen würde. Die Frage ist, ob du das willst, was du als Frau ganz tief drin möchtest. Das ist ja vielleicht genau der springende Punkt, sich damit mehr vielleicht möglicherweise auseinanderzusetzen. Was führen wir da für eine Ehe oder in was für einen Stress komme ich als Frau in der momentanen Situation, wo ich eine junge Mutter mit kleinen, 2 kleinen Kindern bin. Die 15-Jährige lassen wir jetzt mal raus. Ne? Ich brauche das mit Sicherheit jetzt nicht. Ja, schau mal, was das auslöst, wenn ich das so sage, ne? Ich würde tatsächlich, auch wenn das jetzt komisch klingt, ich mir wünschen würde, ist, dass mein Mann mich mit den Kindern mehr unterstützt. Naja, das bräuchtest du ja gar nicht, wenn er so viel Geld verdienst, dass du nicht arbeiten musst. Verstehst du, warum soll er sich dann unterstützen? Unterstützt sich denn dann ja darin, dass er so viel Kohle verdient im Monat? Angenommen, er verdient 20.000 Euro im Monat, mal so als Beispiel. Müsstest du nicht arbeiten, du könntest arbeiten, wenn du wolltest, ganz entspannt. Aber nicht unter diesem existenziellen Druck, den du hier äußerst, im Sinne von, ich brauche Sicherheit. Natürlich brauchst du als Frau Sicherheit. Sonst macht eine Ehe, eine Beziehung zu einem Mann überhaupt keinen Sinn. Wozu willst du sonst einen Mann haben, wenn der nicht die Sicherheit geben kann? Also dann würde ich mich ja total von ihm abhängig machen.
Das würde mir auch wahnsinnige Angst machen. Weil ich daran kann man ja mal arbeiten, im Sinne von, du machst daraus eine Abhängigkeit. Man kann auch sagen, das ist ein Synergieeffekt, wie Mann und Frau, im Sinne von, wenn beide zusammen sind, mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und dann seid ihr die Einzelteile, aber ihr seid nicht die Summe. Im Sinne von, ihr seid nicht eine Ehe. Ihr führt eine offensichtliche Zweckgemeinschaft. Der eine kümmert sich um sein Geld und der andere kümmert sich um sein Geld. Das ist aber ist keine Ehe in dem Sinne. Ehe ist all in. Alles andere ist dann geprägt von Angst. Angst, dass mich mein Mann verlässt und ich dann alleine dastehe. Angst, dass meine Frau mich verlässt. Und jeder versucht, sich selber abzusichern. Ja, naja, vor allem auch Angst, meine Selbstständigkeit aufzugeben, weil ich bin so, also ich bin so ein Mensch, ich habe angefangen, nebenbei zu arbeiten, als ich 14 war und bin mit 19 bei meinen Eltern ausgezogen, habe ein duales Studium gemacht, damit ich mich selber finanziere, war unabhängig von meinen Eltern und das war mir total wichtig, selbstständig zu sein und auf eigenen Beinen zu stehen. Mach ja sein, aber das ist ja vielleicht trotzdem wichtig, das Konzept nochmal zu bedenken, weil das gespeist ist von Angst. Hat nichts mit Vertrauen zu tun. Es hat nichts mit Vertrauen in die Ehe, in die Beziehung zu meinem Mann, den ich liebe, wo ich genau weiß, der tut alles dafür, die Familie abzusichern. Und ich tue alles dafür, meinen Mann in diese Richtung zu unterstützen. Mhm. Als Frau. Und dann eher zu gucken, okay, wovor habe ich Angst? Also diese Ängste aufzulösen. Weil sonst vermeidest du im Prinzip, dich damit auseinanderzusetzen, mit dem, was du als Frau wirklich willst, und versuchst es dann im Außen deine Sicherheit zu kriegen, wo es nicht geht. Du kannst jederzeit in der Firma rausgeschmissen werden. Und was machst du dann? Eine Mutter mit zwei Kindern? Moment, suche ich mir einen neuen Job. Ja, also da. Ja, das ist nicht die Lösung, Dana, das ist nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, ey, wozu habe ich einen Mann? Dafür ist dein Mann da, dich abzusichern. Das tut er ja nicht. Er tut es nicht? Nee, er tut es nicht und er will es ja auch gar nicht. Weil für ihn war das selbstverständlich, dass ich auch arbeiten gehe. Das war für uns beide immer selbstverständlich. Gut, und du siehst ja, wozu das führt. Du kommst in den Stress, dass du unbedingt Klienten kriegen musst und die Klienten kriegen mit, dass du letztlich nur arbeitest, weil du Geld brauchst. Du bist nicht frei. Du bist nicht frei im Sinne von, ich mache die Tätigkeit, weil ich sie liebe und nicht, weil ich Geld brauche. Das kriegen die 10-mal gegen Wind mit. Warum? Die kriegen mit, da ist jemand in existenzieller Not und deswegen muss der arbeiten. Das wäre was anderes, wenn du sozusagen finanziell abgesichert wärst über deinen Mann und dann sagst, okay, jetzt habe ich Lust, diese Tätigkeit als Heilpraktikerin zu machen. Ich muss sie nicht machen, aber ich habe Lust drauf und ich kann mich jetzt in diese Arbeit entfalten und stelle plötzlich fest, ja, macht mir Spaß. Weil du hast den finanziellen Druck weg, den du jetzt nicht hast. Jetzt bist du unter dem Druck. Und das ist vielleicht auch die Bremse, von der du redest und die Ängste, die dir auftauchen. Im Sinne von, da ist ein Teil, der vielleicht das möglicherweise so auch nicht mehr will, diesen Druck. Gebe ich einfach mal so rein, als Orientierung. Weil ich ja, sag mal, sehr häufig genau solche Situationen habe, wie du sie schilderst. Die Frauen, Einzelkämpfer, sind zwar verheiratet, aber für sich und der Mann für sich. Und ja, man könnte jederzeit auseinandergehen und alle, ne, straight abgesichert. Ja. Ja. Ist tatsächlich, ich glaube, wir könnten auch fast jederzeit auseinandergehen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die mir immer wichtig war in allen Beziehungen, die ich bis jetzt geführt habe. Ich habe immer gewusst, ich kann auch jederzeit gehen. Gut, das ist in Ordnung. Ja gut, das bedeutet aber, dass eure Ehe niemals, sag mal, auf eine nächste Stufe kommt. Ihr seid ja erst 2,5 Jahre, glaube ich, wahr, ne? Also ihr kommt ja niemals auf eine höhere energetische Ebene im Sinne von, das wird qualitativ intensiver. Es wird noch intimer, noch näher, noch enger, noch mehr, ja, eins. Auch seid ihr zwei. Es ist nämlich eins, kein Wir, sondern eher jeder für sich.
Also den Eindruck habe ich. Okay. Und das macht mir eigentlich noch mehr Angst, ne? Diese Vorstellung, von meinem Mann finanziell abhängig zu sein, nicht mehr unabhängig, nicht mehr selbstständig zu sein, nicht mehr selbstständig für mich sorgen zu können, das macht mir eine Scheißangst. Gut, dann wäre das das Thema. Es geht nämlich hier nicht um Abhängigkeit, sondern es geht um Vertrauen, um sich einlassen, auf eine Beziehung einzulassen, um 100% Ja zu sagen zum anderen. Natürlich bist du in Anführungsstrichen abhängig von seinem Schutz. Dafür ist die Ehe ja geschaffen worden, zum Schutz der Frau. Und umgekehrt ist er abhängig von dir, denn wenn du ihn nicht unterstützt, dann hat er keine Chance. Beruflich, langfristig. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Es geht ums Energetische. Wenn du ihn nicht unterstützt, indem du ihm den Rücken frei hältst, was immer in die Richtung ihn unterstützt, damit er seinen Job machen kann, kann er nicht erfolgreich sein. Das heißt, wenn du deine ganze Energie darin reinsteckst, dass du erfolgreich bist, entziehst du ihm damit die Energie. Okay. Und jeder zieht Energie ab aus der Ehe. Das heißt, ich soll zurückstecken, damit er erfolgreich werden kann. Nein, es geht nicht um Zurückstecken. Nee, es geht nicht um Zurückstecken, sondern nochmal, vielleicht wird es dann klarer. Also ihn energetisch unterstützen heißt, ihn zu unterstützen, dass er so erfolgreich ist, dass du nicht zu arbeiten brauchst. Dass er so viel Geld verdient, dass ihr das Finanzielle nicht mehr als irgendwie ein Thema zwischen euch habt. Mhm. So, und dass du dann immer sagen kannst, wir verdienen so viel Geld, jetzt mache ich mal 1-2 Tage die Woche Heilpraktiker. Aber ich muss es ja nicht. Ich mache es, weil ich da Bock drauf habe. Denn? Okay. Dann hast du den Rücken frei. Und abgesichert bist du über die Ehe, durch die Zugewinngemeinschaft. Mhm. So sollte es zumindest sein. Sonst macht die Ehe für eine Frau keinen Sinn. Wenn ihr keine Zugewinngemeinschaft habt, dann wozu dann heiraten? Macht keinen Sinn. Aus Liebe? Nee, dafür ist das nicht primär gedacht. Ihr könnt euch auch so lieben, aber es geht hier um Absicherung für dich als Frau. Dass er dich nicht einfach in die Ecke schmeißen kann. Das ist ja genau der Punkt. Dass du weißt, alles, was er erschafft im Außen, gehört zur Hälfte dir. Weil er auch das nur schaffen kann, weil du ihm den Rücken frei hältst. Denn wenn du nicht da bist, könnte er das nicht machen. Das sind die 50%, die jeder reinbringt. Und das ist der Synergieeffekt. Ne, deswegen nochmal, klar, in der Ehe, abhängig würde ich das niemals nennen, aber habt ihr euch entschieden, gemeinsam den Weg zu gehen? Gemeinsam zu wachsen? Ja. Und nochmal, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Jeder Einzelne von euch wird nicht so erfolgreich sein, als wenn ihr alles zusammenwerft und sagt, okay, ich gebe dir die volle Unterstützung, dass du im Außen erfolgreich bist als Mann, weil du bist der Ernährer, du bist derjenige, der offensichtlich hier keine Mutter ist oder sich um Kinder kümmern muss, dann das mache ich. Und damit trägst du 50% zu seinem Erfolg bei. Und wie kommen wir da hin? Weil ich meine, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich kündige meinen Job und gucke meinen Mann an und sage, verdien mal mehr. Nein, aber ihr könnt euren Fokus darauf richten und sagen, okay, lass uns mal gucken, was da unsere Ängste sind. So wie du es eben schön gesagt hast, meine Angst, von ihm abhängig zu sein. Mhm. Natürlich bist du von ihm abhängig. Ja, okay. Und dann die Angst auf, was ist daran so schrecklich? Wovor habe ich da Angst? Well. Okay. Du kommst mit ihm dann auf eine qualitativ höhere Ebene, sagen wir so. Dann wird es erst eine richtige Ehe, wo er sich auf dich verlassen kann und umgekehrt. 100% verlassen kann. Und dann beide müssen gucken, wovor haben sie Angst. Denn ihr habt, wie du schon sagst, ihr habt eine DDR-Ehe, ja klar, da war das so nach dem Motto, ja, jeder muss arbeiten, Kinder in die Krippe, ab, ne? So, wichtig ist, arbeiten, arbeiten, arbeiten.
jeder für sich allein wirklich für den, für den Staat arbeiten möglichst, ne? Aber dann kommt ihr vielleicht irgendwann dahin zu sagen, okay, was könnten wir gemeinsam erschaffen? Was sind deine Fähigkeiten, was sind meine Fähigkeiten? Wie können wir die zusammenbringen als Ehepaar, dass wir vielleicht gemeinsam an einem Projekt arbeiten und dann gemeinsam damit erfolgreich sind? Wo wir uns gegenseitig unterstützen. Was glaubst du, warum wir, Regina und ich, beide so erfolgreich geworden sind? Weil wir genau das gemacht haben ab Ehe. Nachdem wir geheiratet haben, haben wir genau das gemacht. Okay. Schau doch einfach nochmal jetzt, nachdem ich dir das ein bisschen ins Orientierung gegeben habe, ich meine, das löst ja immer auch was aus. Guck, ob da jetzt Ängste kommen, ob da Nein kommt oder nee, will ich nicht oder schau doch mal, was da auftaucht. Also da kommen auf jeden Fall Ängste, da kommt auch Nein und oh Gott, und ich will meine Selbstständigkeit behalten. Ich möchte weiterhin ernst genommen werden. Ich möchte weiterhin einen guten Job haben. Ich möchte von ihm respektiert werden für den Job, den ich tue. Ich habe Angst davor, die Hausfrau zu sein, die er nicht respektiert. Okay. Job zu machen, den er nicht sieht, den er nicht kennt, den er überhaupt nicht ernst nimmt. Mhm. Ja. Okay. Große Palette angefüllt. Ist viel, genau. Ja, genau. Ah, okay, super. Da ist ja so mal viel hochgekommen jetzt. Ja, klasse. Mhm. Ja, schau, was von dem am meisten jetzt im Vordergrund ist. Ja, Ängste oder... Das war eine Selbstständigkeit aufzugeben. Angst nicht mehr für mich selber, Angst nicht mehr finanziell unabhängig zu sein. Nimm mal den Satz. Mhm. Meine Angst, nicht mehr finanziell unabhängig zu sein. Meine Angst, nicht mehr finanziell unabhängig zu sein. Mhm, gut. Meine Angst, nicht mehr finanziell unabhängig zu sein. Eine Angst, von meinem Mann nicht gesehen zu werden. Gut. Immer kleiner zu werden, umso mehr ich mich quasi ihm unterordne oder ihm die Verantwortung gebe. Ja, meine Angst, von meinem Mann nicht gesehen zu werden. Gut. Eine Angst, von meinem Mann nicht gesehen und ernst genommen zu werden. Ja. Eine Angst, von meinem Mann nicht gesehen und ernst genommen zu werden. Aha. Meine Angst, dass er mich überhaupt nicht versorgen möchte. Hm. Meine Angst davor, dass mein Mann mich überhaupt nicht versorgen möchte. Meine Angst, dass mein Mann mich überhaupt nicht versorgen möchte. Er hat ja mit Absicht so eine selbstständige Frau wie mich geheiratet. Ja, das. Ich wäre ja nicht geheiratet, wenn er eine Frau haben wollte, die er versorgen möchte. Ja, das heißt aber nur, dass er ein Mann ist, der nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für seine Familie und seine Kinder und seine Frau. Das heißt das im Endeffekt, wenn du das sagst. Ein Mann, der nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, ja. Übernimm du selber Verantwortung, Frau. Ich bin nur verantwortlich für mich. Genau das. Das ist genau das Problem. Und dann kommst du unter Stress, siehst du jetzt. Mhm. Guck mal, was du momentan machst, du arbeitest, dein Mann schickt dich zu einem anderen Mann zum Arbeiten, dass du Geld verdienst. Mhm. Ich meine, dein Chef ist ein Mann. Ja. Ja, also faktisch schickt dich dein Mann zu einem anderen Mann, damit du Geld verdienst beim anderen Mann. Ja, da schickt er mich da hinten nicht hin, dann gehe ich ja selber hin. Ja, doch, hast du ja gesagt, im Sinne von, ey, er möchte, dass du, er will dich nicht versorgen, er möchte, dass du Geld verdienst, dass du genauso viel Geld dran schaffst wie er. Also wir haben darüber nie so richtig gesprochen. So. Wird es vielleicht mal Zeit? Dann wird es mal Zeit. Ja, das für uns war das selbstverständlich. Ja, aber ich in Elternzeit gehe und dann wieder arbeiten gehe. Was nicht heißt, dass es mal natürlich ist. Meine Angst, meine Selbstständigkeit aufzugeben, meine Unabhängigkeit aufzugeben. Gut, nimm das. Meine Angst davor, meine Unabhängigkeit aufzugeben. Mhm. Meine Angst davor, meine Unabhängigkeit aufzugeben. Meine Angst davor, nicht mehr arbeiten zu gehen. Aha. Meine Angst davor, nicht mehr arbeiten zu gehen. Meine Angst davor, nicht mehr arbeiten zu gehen.
Eine Angst davor, für die Kinder allein verantwortlich zu sein. Nein. Eine Angst davor, für die Kinder ganz allein verantwortlich zu sein. Eine Angst davor, dass ich die Kindererziehung nicht so toll finde wie meinen Job. Eine Angst davor, dass ich die Kindererziehung nicht so toll finde wie meinen Job. Angst davor, dass ich meine Kinder dafür verantwortlich mache irgendwann, dass ich meinen Job aufgegeben habe. Meine Angst davor, dass ich irgendwann meine Kinder dafür verantwortlich mache, dass ich meinen Job aufgegeben habe. Du kriegst mit, wie wichtig der Job ist, ne? Ja, ein Job, den ich eigentlich überhaupt nicht mag. Das heißt ja auch nicht, dass du den Job für irgendwas benutzt, um zu deflektieren, also um irgendwas zu vermeiden. Dass der Job für dich ja offensichtlich ein Weglaufen ist, eine Flucht. Also hast keinen Bock drauf und du machst es trotzdem, statt den schönsten Job der Welt zu machen, mich Mutter zu sein. Ja. Ich habe das selbst während der Elternzeit, ne? Ich war zu Hause mit kleinem Baby und mir gedacht, boah, am liebsten würde ich auch morgens zur Arbeit gehen, so wie mein Mann, und würde jeden mal zu Hause lassen bei den Kindern. Gut, das hört sich dann aber so an, dass eher so ein Hinweis möglicherweise ist, nicht so sehr, dass du nicht bereit bist, Verantwortung zu nehmen, sondern dass du offensichtlich vielleicht selber damals nicht genug bekommen hast, als dass du das jetzt weitergeben könntest. So hört es eher an, im Sinne von, da sind Kinder, die brauchen Mutter, ganz viel Mutter, die da ist, und dass du das nicht geben kannst. Ja, also ich gebe das, klar, wenn ich da bin, gebe ich das so viel ich kann, so viel ich, aber ich bin so mit Baby zu Hause, ich war zu Hause mit den Babys und habe sie geliebt und habe ihnen alles gegeben und ich habe mich dabei aber gelangweilt. Mhm. Ja. Gut, ich wollte was tun, ich wollte arbeiten, ich wollte einen Job machen, für den ich ernst genommen werde und nicht einen Job, auf den alle herabschauen mit, naja, das ist ein bisschen Mutti, das kann ja jeder. Gut, und da sehen wir dann also mal das, was die da in deiner Kindheit, was die Ideologie damals bei dir angerichtet hat, ne? Im Sinne von, deine Mutter hat es wahrscheinlich dir genauso auch vorgemacht oder genauso gelebt. Mhm. Jo, klar. Ja. Gut. Du hast nicht genug Mutter gehabt, also gibst du genau das dann auch weiter und meinst ja, Arbeit ist das Wichtigste auf der Welt. Dabei geht es letztlich nur um Kohle, nur um Geld. Mhm. Nur um Geld. Ja. Es ist wichtig, das zu reflektieren, sagen, okay, wo komme ich her, was habe ich damals nicht bekommen und was lebe ich jetzt so ganz automatisch nach, ohne zu reflektieren, ist das vielleicht nicht stimmig? Ja, ich glaube, das ist viel das Thema Anerkennung in meinem Job. Bekomme ich Anerkennung? Bekomme ich Wertschätzung? Für den Job als Mutter nicht. Ah, okay. Da bekomme ich die Anerkennung maximal von meinen Kindern, die ich sehr, sehr, sehr liebe und sehr zu schätzen weiß, dass ich von denen so viel Anerkennung bekomme, aber... Gut, das ist ein wichtiger Punkt, Dana. Das bedeutet, dass der offensichtlich ja immer noch das kleine Mädchen in dir, was Anerkennung braucht. Ja. Und das ist nicht natürlich, dass du als erwachsene Frau also mal rumgehst und Anerkennung brauchst. Da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Die Frage ist, wozu brauchst du Anerkennung? Von deinem Mann oder von deinem Chef oder was auch immer, wozu Anerkennung? Ja, um mich groß, wichtig, geliebt zu fühlen. Ah, siehst du? Mhm. Genau. Ja, ja. Um mich geliebt zu fühlen im Prinzip, ne? Mhm. Von wem jetzt ganz, ganz besonders dann? Von meinem Mann. Ja. In erster Linie von meinem Mann, weil das ist ja der, von dem ich mich quasi nicht genug geliebt fühle. Richtig. Mich gerne mehr geliebt fühlen würde. Genau. Ja. Gut. Aha.
Und das versuchst du zu erreichen, indem du beruflich dann sehr erfolgreich bist, das über den Beruf zu machen. Ja, indem ich alles, was ich mache, so gut wie möglich, versuche so gut wie möglich zu machen. Okay. Und scheint. Genau, sowohl die Arbeit als auch Kindererziehung, Haushalt, gut. Alles, was dazugehört. Gut, hört sich natürlich anstrengend an, ne? Ich will Anerkennung, ich brauche hier, um mich geliebt zu fühlen, und dann muss ich ganz viel machen und tun vom Mann, und ich kriege das nicht so genügend. Mhm. Ne? Ja. Okay. Genau, aber auch ja, von meinem Chef brauche ich Anerkennung, von Kollegen. Ich brauche einfach das Gefühl, was Wichtiges zu machen im Leben. Was. Mhm. Okay. Ja. Gut, das heißt, du sagst ja damit, dass du eher ein bisschen defizitär bist. Da ist ein Loch, und die anderen müssen das füllen, indem sie dir die Anerkennung geben. Ja. Mann, dein Chef, die Kollegen. Ne, du rennst rum, bitte gib mir die Anerkennung, und die geben sie dir manchmal eben auch nicht. Genau. Tja. Die geben sie mir natürlich hauptsächlich für meine Arbeit. Die geben sie mir richtig, genau. Nicht dafür, dass ich mich um meine Kinder kümmere. Genau. Ja, genau. Ah, das heißt, das ist ja der Stress. Ich muss arbeiten, ich muss Leistung bringen, und dann kriege ich Anerkennung. Genau. Und wenn ich schon keine Anerkennung kriege, dann kriege ich zumindest Geld. Jo. Das heißt, du musst ja offensichtlich die Erfahrung gemacht haben, wenn ich aber nur Dana bin, dann bin ich nicht genug. Dann kriege ich keine Anerkennung. Wahrscheinlich, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwann nur ich war. Wichtiger Punkt. Weil irgendwas gemacht habe, ohne dass ich irgendwann mal nicht permanent nur gearbeitet habe. Das ist der Motor, ne? Das ist der Motor. Ich brauche Anerkennung. Oder ich brauche die Anerkennung, um eine Daseinsberechtigung zu haben, ungefähr. Mhm. Ich darf nicht aber nur da sein und sich mal um meine Kinder kümmern. Ich darf einfach eine Frau sein. Nee, darf ich nicht. Nee. Ich muss immer was leisten. Ja. Anstrengend. Willst du das weiter so machen? Wenn es eine andere Möglichkeit gibt. Ja, nee. Ja, klar. Ich meine, sonst überträgst du das ja auf deine Klienten, von denen willst du ja auch Anerkennung. Dann irgendwann, ja, dass du denen geholfen hast und dass du gut bist und dass sie dich weiterempfehlen und so weiter. Das ist Stress. No, nee, ich hätte es lieber, dass ich diese Anerkennung nicht brauche, dass ich mir selber sagen kann, ich bin gut genug. Gut, dann bleib doch einfach bei dem Satz nochmal. Ich brauche von euch Anerkennung. Ich brauche von euch Anerkennung. Guck, wer da vorbeistellt. Ich brauche von euch Anerkennung. Ich brauche von euch Anerkennung. Kommt mein Chef, da kommt mein Mann, da kommen meine Eltern. Gut, der bleibt dabei. Wahrscheinlich ist es auf die zurück. Ja, ich brauche von euch, von meinen Eltern Anerkennung. Ja, machen wir mit den Eltern weiter. Ich brauche von meinen Eltern Anerkennung. Euch, sag ihnen aber euch, ich brauche von euch Anerkennung. Ich brauche von euch Anerkennung. Ja, so. Ich brauche von euch Anerkennung. Ich brauche von euch Anerkennung. Kommt gerade, da stehen sie gerade da und sagen, haben wir dir doch gegeben. Mhm. Ja, guck mal, ob du von einem mehr Anerkennung haben willst oder von wem du mehr Anerkennung haben möchtest. Naja. Und ich von beiden, also bekommen habe ich sie von beiden. Früher kam immer mein Vater, jetzt kommt eher meine Mutter. Okay, sag mal genau, was du brauchst, Anerkennung. Ich brauche von euch oder von dir, dass du mich anerkennst. Mama, ich brauche von dir, dass du mich anerkennst. Ich brauche von dir, dass du mich siehst. Ah, okay, ja, so. Dass du mich so wahrnimmst, wie ich bin. Gut. Ich brauche von dir Liebe. Gut. Ich brauche von dir das Gefühl, dass du mich lieb hast. Ah, gut. Mhm. Ich brauche von dir, dass du mir sagst, dass du mich lieb hast. Das haben mir meine Eltern nie gesagt. So bin ich nie aufgewachsen. War nicht üblich. Gut. Mama, ich brauche von dir, dass du mir sagst, dass du mich liebst. Gut. Mama, ich brauche von dir, dass du mir sagst, dass du mich liebst.
Gut. Mama, ich brauche von dir, dass du mir sagst, dass du mich liebst. Aha. Ich brauche von dir, dass du mir das Gefühl gibst, dass du mich liebst. Dass du mich siehst und dass du mich wahrnimmst und dass du mich so siehst, wie ich wirklich bin, ohne dass ich mich verstellen muss. Gut. Ja. Mama, ich brauche von dir, dass du mich liebst. Ich brauche von dir, dass du mir Liebe gibst. Mhm. Dass du mir die Liebe gibst, die ich brauche und die Anerkennung gibst, dass du mir bedingungslose Liebe gibst. Gut. Dass du mich nicht nur dann lieb hast, wenn ich was Gutes gemacht habe, sondern dass du mich immer lieb hast. Gut. Bedingungslos, genau. Ohne, dass ich was dafür leisten muss. Genau. Ja. Mama, ich brauche von dir, dass du mich bedingungslos liebst. Okay, super. Und sag ihr das auch noch, wozu du es von ihr brauchst. Mama, ich brauche von dir, dass du mich liebst und siehst, um mich selbst geliebt zu fühlen. Um mich selbst lieben zu können. Das ist der Punkt. Genau. Genau. Ich brauche es von dir, um mich selbst lieben zu können, um mich selbst sehen zu können, um mir selbst genug zu sein. Exakt, genau. Ja. Mama, ich brauche von dir, dass du mich liebst, um mir selbst genug zu sein. Damit ich mir selbst genug bin oder dass ich mich selbst lieben kann. Genau, damit ich mich selbst lieben kann. Genau, das ist der Punkt. Mhm. Mama, ich brauche von dir, dass du mich liebst, damit ich mich selbst lieben kann. Damit ich mich selbst so annehmen kann, wie ich bin. Yes. Mama, ich brauche von dir, dass du mich liebst, damit ich mich selbst so annehmen kann, wie ich bin. Genau. Damit ich nicht immer kämpfen muss. Ja. Damit ich nicht immer stark sein muss. Gut. Ich will nicht mehr stark sein. Genau. Mama, ich brauche von dir, dass du mich liebst, damit ich nicht mehr stark sein muss. Damit ich einfach mal ich selbst sein kann. Exakt. Sehr gut, genau. Ich will nicht mehr stark sein. Aha. Oh, guck, was ist die Trauer dabei? Was ist die Trauer dabei? Ist die Trauer, dass ich immer stark sein musste. Genau. Dass ich mein Leben lang immer die Starke, dass ich immer kämpfen musste. Aha. Dass ich jetzt mit meinem Mann, wir haben so viele Machtkämpfe. Wir streiten so viel, weil wir permanent im Machtkampf sind. Ja. Ich will nicht mehr stark sein. Aha. Mich einfach mal fallen lassen. Einfach mal nur ich sein. Gut. Weil ich brauche von dir, dass du mich liebst. Damit ich nicht mehr stark sein muss. Damit ich einfach mal so sein kann, wie ich bin und mich so annehmen kann, wie ich bin. Gut. Was machst du, wenn sie dir das jetzt nicht gibt? Ja, sie gibt es mir nicht. Ja, aber was machst du dann? Wie kommst du jetzt da aus der Nummer raus? Sie wird es dir nicht geben, sie hat es dir bisher nicht gegeben und du brauchst es ja, damit du dich selbst lieben kannst, dass du einfach du selbst bist. Dass du aufhören kannst zu kämpfen? Ich muss irgendwie lernen, mich selbst zu lieben. Mich selbst anzunehmen, ohne dass ich irgendwas kriege von meiner Mama oder meinen Eltern. Genau. Ich weiß nur nicht, wie. Jo, ganz einfach. Ganz einfach. Das heißt, du kannst einfach davon ausgehen, dass das, was du hier formuliert hast, dass das nicht stimmt, dass es eine Selbstlüge ist, dass du das brauchst. Du tust zwar so, als bräuchtest du das, aber in Wirklichkeit brauchst du es gar nicht. Und das würde bedeuten, wenn du es gar nicht brauchst, was hieße das dann? Dass ich mich einfach so lieben kann. Dass du alles schon hast. Ja. Dass du alles hast. Dass ich selbst genug bin. Ja, dass du alles hast, dass du dich lieben kannst. Du dich selbst so annehmen kannst, wie du bist. Dafür brauchst du keinen anderen mehr. Du tust zwar so, als wärst du bedürftig und stehst vor deiner Mutter und sagst, gib mir das, ich brauche das noch, sonst kann ich nicht. Nee, das stimmt aber nicht. Du hast alles. Du musst nicht mehr kämpfen, um das zu kriegen. Wozu? Du hast alles. Geht mir doch um das anzunehmen. Ja. Was passiert dann,
wenn du das jetzt annimmst, in Bezug auf deinen Mann? Dann soll ich nicht mehr kämpfen. Yes, genau. Dann brauchst du nicht mehr kämpfen. Dann weißt du, ey, ich bin eine tolle Frau, ich liebe mich, ich brauche keine Anerkennung mehr, sondern ich brauche auch nicht mehr das Gefühl, dass er mich liebt. Nee, ich liebe mich und ich weiß, er ist mit mir zusammen, also muss er mich ja lieben, sonst wäre er mit mir nicht zusammen. Mhm. So. Und dann hörst du auf zu kämpfen. Das wäre schön. Ja. Das klingt gut. Nimm ich. Du bist mitten auf dem Weg. Dich so anzunehmen, wie du bist. Dich selbst so zu lieben. Du brauchst es nicht von außen. Das wäre schrecklich, wenn zu meinen, ich brauche nur von anderen, dass die das mir sagen, damit ich mich dann lieben kann. Dann mache ich mir ja von anderen abhängig. Und so kommst du in die Haltung, nee, ich liebe mich so, wie ich bin. Ich brauche nichts mehr von anderen. Ich hab alles. Dann hörst du auf zu kämpfen und hinter irgendwelchen Anerkennungen herzurennen. Was extrem anstrengend ist. Und am allerwichtigsten ist natürlich bei deinem Mann. Dass er anerkennt, dass du deinen Top-Job als Mutter machst. Das Wichtigste ist, dass du die Haltung hast. Ich bin eine tolle Frau, eine tolle Mutter, mache meinen Job da richtig gut. Und das reicht mir. Oder dreh das dann auch nochmal um und fang an zu erkennen, was er für einen Job macht. Zum Ernähren der Familie. Sagt, okay, ich unterstütze dich da mehr in deiner Tätigkeit oder in deiner Arbeit als Mann, wie auch immer. Mhm. Okay. Und dann hört das Streiten auf. Streit ist dann letztlich nur eine Möglichkeit, um Distanz herzustellen. Mhm. Sich nicht weiter einzeln lassen. Die Beziehung nicht intensiver werden zu lassen. Letztlich. Ja, das wäre schön. Ja. Klingt gut. Ja, da geht's lang. Dann kannst du entspannen als Frau, als Mutter und bist nicht mehr in dieser Angst, dieser existenziellen Angst. Das muss ich jetzt quasi für mich selber einfach verstehen, dass ich nichts mehr brauche von meinen Eltern. Erkennen eher mehr. Erkennen. Erkennen, dass du alles bekommen hast, was sie dir geben konnten. Mehr gibt es da nicht. Und dass du in dem Augenblick, wo du das anerkennst, dass du da auch nicht mehr kriegst, weil du schon alles hast, was du brauchst, um eine erfolgreiche, tolle Frau zu sein, das beweist die Tatsache, dass du verheiratet bist, Kinder hast und so weiter, einen Beruf hast, dann kannst du das endlich annehmen, was sie dir alles gegeben haben. Mhm. Was dich dazu gemacht hast, die du jetzt bist. Okay. Aber dann fokussierst du auf die 98%, die du bekommen hast und nicht auf die 2%, die dir noch fehlen. Aber die ich jetzt bin, bin ich ja zu einem großen Teil auch dadurch, dass ich immer gekämpft habe. Mhm. Sonst wäre ich ja jetzt nicht hier, wo ich bin, oder? Mach schon sein. Natürlich hast du da auch was zu. Das Kämpfen hört sich immer schlecht an. Mhm. Hört sich immer an wie gegen Widerstand und gegen Widerstand angehen. Bist nicht im Fluss, sagen wir so. Kämpfen hört sich immer nach. Dass du dich nicht so liebst, wie es gut wäre. Okay. Ja, dann indem ich immer gearbeitet habe. Ja, das, okay, dass du gelernt hast, Verantwortung zu übernehmen, sowas zum Beispiel. Ja, okay, das hast du vielleicht von deinen Eltern gelernt, ja. Aber du hast vielleicht nicht gelernt, liebevoll mit dir als Frau umzugehen. Das haben dir deine Eltern nicht beigebracht. Gut, das kannst du jetzt selber machen. Inzwischen bist du erwachsen und ab 18 hast du die Verantwortung für dein Leben, da kannst du sehen, okay, was möchte ich von meinen Eltern übernehmen, was sie mir gegeben haben, was möchte ich nicht haben. Und da gehst du dann deinen Weg. Ja. Gar nicht so einfach. Nee. Ich weiß gar nicht, wie ich liebevoll mit mir selbst umgehe. Ich habe das. Ja, ich kümmere mich immer um alle anderen. Ich habe mich nie um mich selber gekümmert. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Umso wichtiger, Dana, dass bevor du anfängst, anderen Leuten zu helfen mit deiner Praxis, dass du erstmal lernst, dir zu helfen.
dass du anfängst, liebevoll mit dir umzugehen. Und dann kommen die Klienten irgendwann von ganz alleine zu dir, weil sie mitkriegen, ah, bei der kann ich lernen als Frau, was auch immer, gut mit mir umzugehen. Insofern fängt es erstmal bei dir an. Mitzugehen, was bin ich für eine Frau, was möchte ich für eine Frau sein? Und dann ziehst du die entsprechende Klientel logischerweise an, wie Motten das Licht. Aber nicht, indem du denen nach draußen sagst, ich brauche unbedingt Kohle, damit wir unser Haus bezahlen können. Und was nicht unbedingt heißt, dass das, was ich von dir gehört habe, dass du liebevoll mit dir umgehst. Überhaupt nicht. Und das bringst du momentan deinen Kindern bei. Sich aufzuopfern, Muttern opfert sich auf. Die verdient Geld, ist noch Mutter, macht alles, macht und dann macht sie noch einen Manager-Job zu Hause. Ja, was glaubst du, warum du streitest mit deinem Mann, weil du auf die ganze Nummer keinen Bock mehr hast? Ja. Okay. Natürlich spricht überhaupt nichts dagegen, Dana, dass du irgendwann mal in deinen Lieblingsberuf gehst, im Sinne von, ja, ich habe Lust, mit Menschen zu arbeiten, die zu unterstützen. Aber das geht nur, wenn du den Rücken finanziell frei hast. Du das nicht machen musst. Wir Männer ticken da anders. Wir Männer können einen Job machen, auch wenn wir keinen Bock drauf haben. Wir Männer gehen ins Kohlekraftwerk oder in die Minen runter und gehen arbeiten, obwohl wir nicht unbedingt Bock auf den Job haben, um unsere Familien zu ernähren. Männer sterben sogar dafür. Mhm. Aber ihr Frauen seid anders. Wir Männer müssen euch da beschützen, dass ihr eben nicht in dieser Männerwelt auch noch bestehen müsst und irgendeinen Job machen müsst, wo ihr keinen Bock drauf haben und ich dich dann als Ehefrau zu einem anderen Mann schicken muss und zum Arbeiten. Wie pervers ist das? Du kannst für mich arbeiten, für deinen Ehemann. Da können wir gucken. Wie kannst du mich als Ehefrau unterstützen? Und dann gebt ihr euch gegenseitig die Unterstützung. Er achtet dich und ehrt dich damit als Frau mit deiner weiblichen Energie. Und zwingt dich nicht in das Yang zu gehen, deine männlichen Anteile hochzufahren. Wo du definitiv dann nicht gut mit dir umgehst. Kann nicht funktionieren. Und wenn du nicht gut für dich sorgst, kannst du deinen Kindern auch nichts geben, ist doch klar. Ist doch logisch, dass du dich dann in den Job flüchtest. Nee. Das heißt, der erste Schritt wäre jetzt irgendwie erstmal weniger zu arbeiten, mehr Zeit für mich zu haben, mich um mich selbst zu kümmern. Ja, das musst du jetzt gucken, dass du musst mehr Bewusstsein dafür entwickeln, was tut mir wirklich gut, was möchte ich wirklich, nicht was will ich oder muss ich machen, sondern was möchte ich, und das mehr mit deinem Mann kommunizieren, mehr mit deinem Mann darüber reden, wie du dich fühlst oder was dir vielleicht nicht gefällt oder so, was dein Bedürfnis wäre, darüber zu reden. Gemeinsam zu reden, das ist das Allerwichtigste. Reden, reden, reden. Für die Gefühle, nicht streiten, sondern reden. Ja, reden können mein Mann und ich nicht so gut. Das könnte reden kann ich schon schlecht und mein Mann noch viel schlechter. Dann lernt ihr das. Dann lernst du es. Wenn du die Emotionen rausnimmst, ist das ganz einfach. Vor allem, wenn du das Kämpfen rausnimmst. Das ist wichtig. Okay. Und dann achte lieber drauf, wogegen kämpfst du eigentlich an? Und das wäre vielleicht möglicherweise nochmal ein Thema, dieses Kämpfen gegen die Männer oder gegen den Mann, wogegen du da kämpfst. Mhm. Den Teil aufzulösen. Also sonst kann das nichts werden. Okay. Also der Kampf, da muss vielleicht möglicherweise noch was mit dem Vater sein, aber da ist noch irgendwas im Kämpfen, ich will mich nicht unterordnen oder was auch immer, da ist noch irgendwas, wo du irgendwas noch nicht verstanden hast, das Mann-Frau-Spiel noch nicht verstanden hast. Ja. So, und da wäre vielleicht nochmal sinnvoll, weiter zu gucken und den Teil nochmal aufzulösen, dieses Kämpferische rauszunehmen. Mhm. Okay. Das könnte eure Ehe mit Sicherheit auch nochmal deutlich dann auch weiterbringen. Aber ich denke, fürs Erste, denke ich, hast du jetzt Orientierung im Hinblick auf dein Anfangsthema und damit dann mal einmal drüber reden und gucken, ey, wie wollen wir damit weiter umgehen? Du guckst eher mehr, wie kann ich gut für mich sorgen, ohne dass du das immer nach draußen projizierst, aber ich brauche meinen Mann dafür, dass ich mich gut fühle. Mhm. Wie kannst du gut für dich sorgen? Okay. Ja, also denke mal, lass das sacken. Wenn du noch eine Stunde brauchst, logischerweise kannst du dich jederzeit melden. Okay. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall für alles. Gerne, gerne, gerne.
Ja, dann. Neue Erkenntnisse. Heute. Gut, dann danke, dass du da warst und bis vielleicht zum nächsten Mal. Okay. Okay, ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du die Show abonnierst, um nicht die nächsten Folgen zu verpassen. Darüber hinaus würde ich mich freuen, wenn du diese Folge positiv bewertest, denn damit hilfst du mir und anderen, dass mein Podcast besser gefunden wird und mehr Menschen von der MET-Klopftherapie erfahren. Du möchtest die MET-Klopftechnik für dich zur Selbstanwendung erlernen? Melde dich jetzt zu einem unserer Online-Seminare an. Oder du möchtest die MET-Klopftherapie professionell erlernen? Dann komm in unsere einjährige Online-Ausbildung. Mehr Informationen findest du auf unserer Homepage franke-akademie.de.